Die EU will den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft pauschal halbieren und teilweise sogar ganz verbieten. Dann wären massive Ertragsverluste bis hin zu Erntetotalausfällen die Folge. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der uns doch allen die wichtige sicherheitspolitische Bedeutung der deutschen Landwirtschaft bewusst geworden ist. Derzeit importieren wir schon tonnenweise Lebensmittel aus der sogenannten Kornkammer der Ukraine. Und bald kommen dann auch noch Importe aus Südamerika dazu, wenn das Mercosur-Abkommen demnächst abgeschlossen wird. Dabei gibt es in all diesen Ländern, die wir gerade angesprochen haben, nicht einmal ansatzweise sichere Pflanzenschutzmittelvorschriften, wie wir sie hier bei uns in Deutschland haben. Also alles frei nach dem Motto der Grünen, lieber Doppelmoral als keine Moral. Musik.